Hallo Internet und herzlich willkommen bei Betriebsrat TV. Mit großer Macht kommt große Verantwortung. Dieser Spruch gilt nicht nur für Spider-Man, sondern auch für Betriebsräte. Nun haben Betriebsräte nicht allzu viel Macht, aber es gibt ein paar Dinge, wo ihnen keiner reinreden kann. Dazu gehört das Thema Freistellung. Das ist auch so ein Thema, wo Betriebsräte und Arbeitgeber das Betriebsverfassungsgesetz völlig falsch verstehen. Da liest man dann irgendwie, ab einer bestimmten Größe eines Betriebsrats ist ein Betriebsratsmitglied komplett von der Arbeit freigestellt. Ja, und die anderen, die können sich dann mal so ein bisschen freistellen. Die so ein bisschen freistellen, trifft die Sache nicht ganz. Das ist nämlich so: Jeder Betriebsrat kann sich im erforderlichen Maße für seine Betriebsratsarbeit von der normalen Arbeit freistellen. Das bedeutet nicht nur für die Betriebsratssitzung oder wenn man jetzt gerade mal eine Betriebsversammlung vorbereitet oder so. Nee, das ist nicht nur so, dass man da irgendwie ein oder zwei Typen im Betriebsrat die ganze Arbeit aufhalten muss, sondern wenn es Arbeit im Betriebsrat gibt, dann erledigt man die auch. Und wie mache ich das? Ich gebe zu meinem Chef oder Teamleiter oder Projektleiter hin und sag: Du, ich mache jetzt Betriebsratsarbeit. Dann sagt er: Was? Wie lang? Solange das nötig ist. Und dann geht man ins Betriebsratsbüro und macht seine Arbeit. Das heißt, ihr müsst niemanden um Erlaubnis fragen. Ihr macht das einfach. Und weil ihr niemanden um Erlaubnis fragen müsst, kommt hier auch die Verantwortung ins Spiel. Im Prinzip hättet ihr die Möglichkeit, nach einer durchzechten Nacht morgens zu sagen: Du Chef, du, ich mache heute mal Betriebsratsarbeit. Und dann geht ihr in euer Büro und schlaft euch erstmal aus. Und da kann niemand widersprechen erstmal. Das ist aber irgendwie euren Kollegen nicht nett gegenüber, ne? Die euch gewählt haben, dass ihr die Möglichkeit habt, euch selber freizustellen. Ja? Von daher geht mit dieser Macht verantwortungsvoll um. Und für die Zeit der Freistellung gibt es da auch keine Begrenzung. Ja, da steht im Betriebsverfassungsgesetz drin, da ist dann einer vielleicht komplett freigestellt, aber einer bestimmten Größe. Ihr könnt euch aber auch komplett freistellen für eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, sofern ihr Arbeit als Betriebsrat auch zu tun habt. Ihr könnt auch euch nur für eine halbe Stunde freistellen. Aber ihr könntet auch sagen: Du Chef, du hast mir wieder so viel Scheiße verbaut, ich habe jetzt so richtig viel zu tun, du siehst mich den ganzen nächsten Monat leider nicht an meinem Arbeitsplatz. Das ist Macht. Und damit geht man verantwortungsvoll um. Weil, wenn sich dann irgendwann herumspricht, der Betriebsrat Meier geht mal wieder ins Büro, um sich auszuschlafen, Kaffee zu trinken, und dann wird eure Unterstützung in der Belegschaft auch irgendwann gegen Null gehen. So, und jetzt üben wir das mal. Nächste Woche als Betriebsrat geht ihr zu eurem Projektleiter, Chef, Teamleiter und sagt ihm: Du, ich gehe jetzt mal ins Betriebsratsbüro. Und dann geht ihr einfach. Ihr müsst das nämlich nicht irgendwie Jahre vorher ankündigen oder sonst was. Wenn die Arbeit da ist, geht ihr einfach hin und sagt: Du, ich muss jetzt arbeiten als Betriebsrat. Und dann geht ihr auch. Und das übt ihr jetzt einfach nächste Woche mal. Da fragt ihr auch nicht euren Betriebsratsvorsitzenden, dass der das für euch erledigt. Und das macht ihr alles schön selber, weil ihr seid schön groß. Und dann trefft ihr euch im Betriebsratsbüro und besprecht mal so ein paar Dinge, die ihr im Betrieb neu machen möchtet. Okay? Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.